Hallo Klaus, hier sind wir wieder. Jetzt zum zweiten Take. Mein Leben, mein Traum. Unser erstes Take war ja die unausgesprochene Geschichte des Lebens. Und jetzt? Jetzt werden wir träumen. Und zwar das Leben als einen Traum. Meinen Traum habe ich dir ja schon erzählt. Das ist 5 Jahre lang gewesen, reisen zu können und arbeiten zu können und nicht mehr örtlich eingegrenzt zu sein. Also wirklich mein Digital Nomad Office zu haben. Ja, und mein Traum ist wahr geworden. Und jetzt frage ich dich nach deinen Träumen und ob du denn überhaupt noch träumen kannst. Ja, Träume sind ja auch ein Ausdruck von dessen, was da vielleicht in Erscheinung und auch tatsächlich dann ins Leben kommen will. Und diese Träume, die habe ich auch schon immer wieder erlebt, so wie sie jeder eben auch erlebt, dieses Träumen, was stattfindet. Und um dafür erst einmal zu erkennen, ist denn dieser Traum auch umsetzbar, so wie es jetzt bei dir geschehen ist? Wie ist das überhaupt möglich? Da sind wir an einer Stelle jetzt, wo wir darüber sprechen, wo es auch erstmal darum geht zu erkennen, wie kann es überhaupt gelingen, dass es in diese Umsetzung kommt? Denn wie du ja auch bei dir weißt, ist es ein längerer Prozess gewesen. Auch das ist sehr individuell und mag bei dem einen oder anderen, wie es sich vielleicht jetzt im Moment noch anhört, lange dauern, aber das kann auch ganz anders sein. Das ist ganz individuell und es mag vielleicht auch schon hierbei einiges zum Ausdruck kommen, was es dem dann auch näher bringt für den einen oder anderen. Und meinem Traum, um jetzt der Frage näher zu kommen, mich dem mehr und mehr anzunähern und zu sagen, ja, das ist es auch letztendlich, was am schlussendlich dabei zum Vorschein kommen darf, bedeutet, den Mut zu haben, natürlich auch mit dem, was da an Traum ist, dem dann Ausdruck zu geben und Schritte zu gehen. Das heißt, wir fangen dann an, etwas, was sich im Innen vielleicht gut anfühlt, wenn es dann das Richtige ist, wenn es das Wirkliche ist, was zum Vorschein kommen will, dem mehr und mehr auch im Außen etwas zu geben. Das heißt, es benötigt so etwas wie Veränderung dann auch, ja. Und Veränderung bedeutet, wenn ich den Traum nochmal betrachte, den ich ja so im Innen, in dieser Traum betrachte, ganz gemütlich erleben kann, ohne etwas zu verändern, bedeutet aber letztendlich, wenn ich mich dem dann hingeben, wenn Hingabe stattfindet, wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dass das letztendlich dann auch Veränderung und damit auch eine Aktivität bedeutet, also etwas umzusetzen. Und umzusetzen bedeutet, dass da etwas zum Vorschein kommt, was so wie automatisch dann auch geschieht. Das heißt, wenn wir da an der richtigen Stelle sind, geschieht etwas, dem dann Ausdruck gegeben wird und wo es dann auch tatsächlich zur Umsetzung kommt, wenn wir dem zustimmen können, innerlich zustimmen können. Und für mich bedeutet das eben auch ein verändertes Leben zu wählen, in dem ich mich selbst mehr und mehr zum Ausdruck bringen kann und dem Leben so, wie es bis jetzt ist, mit dem, wie es sich auch zeigt, aus dem heraus genau das zu leben. Das bedeutet also keinesfalls irgendetwas abzubrechen und mich dem
zu verschließen oder dies auch nicht mehr anzuschauen, sondern genau aus dem heraus, wie es sich zeigt, eben die Veränderung dann anzugehen. Und das ist es, was im Moment ja auch bei uns geschieht, indem wir uns mehr und mehr über den Ausdruck der drei Monkeys zu dem hervorbringen, was wir auch wirklich wollen, was wir zum Ausdruck bringen wollen. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit Menschen in Kontakt zu sein und Gemeinschaft zu leben. Zu praktizieren, definitiv. Mhm. Das heißt, für dich ist essentiell, erst einmal zu akzeptieren, dass es eine Veränderung gibt, dass es gibt keine Veränderung ohne Veränderung. Mhm. Jede Veränderung braucht Mut. Und Veränderung soll kein Gewaltakt werden, sondern ein sinnvoller Prozess des Loslassens. Es muss nicht wehtun. Aber es ist dann schon anders. Ich kann mich erinnern, wie ich in Griechenland war und bin das erste Mal auf den Markt gegangen einkaufen. Ich vorher noch schnell im Lexikon nachgeguckt habe, was heißt Tomate, was heißt Paprika und wie heißt das möchte ich. Und was heißt, was bezahle ich? Oder letzte Woche wollte ich mir Kekschen einkaufen gehen. Und mir ist eingefallen, ich kenne das Wort für Keks überhaupt nicht. Und dann mit der Verkäuferin natürlich hat die Englisch gesprochen und ich habe sie auch gefragt. Aber sie liebt es, wenn ich Griechisch rede und dann redet sie auch sehr langsam Griechisch mit mir. Und das gehört alles dazu, ein neues Leben zu machen. Ne? Dann kann ich erinnern an diese ersten verzweifelten Schritte in einem fremden Land mit einer fremden Sprache, die normalen Dinge zu tun. Mhm. Die daheim ganz easy cheesy sind, die also überhaupt nicht drüber nachdenken. Mhm. Ja, und das ist es genau aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht zurzeit ist es, wenn ich ganz normal im Leben, im Alltäglichen unterwegs bin, mehr und mehr mit Menschen in Kontakt zu sein. Und das muss manchmal da auch gar nichts Großes sein. Das kann der Kontakt an der Kasse sein, im Geschäft, beim Lebensmitteleinkauf. Und das kann auf der Straße sein, mit einem sich öffnen für den Menschen, der mir begegnet. Und das kann ein freundliches Grüßen sein oder ein kleines Gespräch, was sich daraus ergibt. Damit kann schon so viel getan sein, weil in dem Moment geschieht auch für den anderen etwas, was er vielleicht schon längere Zeit nicht mehr erlebt hat, mit einem Menschen in Kontakt zu kommen, wo er bisher immer dachte, du gehst an einem anderen vorbei und da passiert ja gar nichts. Ja? Oder dass es eben auch normal ist, dass da nichts passiert. Und eben mehr und mehr diese kleinen Dinge im Leben auch anzusteuern und zu erkennen, wie freudig das ist, mit einem Menschen in einen kleinen Austausch zu kommen, wo ich mich selbst dann auch wohl beifühle. Das heißt, für dich ist es mehr die mentale Distanz und das Konzept der Trennung loszulassen und auf der Herzebene wieder Kontakt zu Menschen zu knüpfen und das eher zu möglichst viel. Mhm. Und sie auf diese Art und Weise wieder in dein Leben zu bringen. Mhm. Auch ein bisschen so ein Einheitsgefühl zu erleben. In dem Moment, wo du mit einem anderen Menschen in Kontakt kommst und diesem Kontakt auch den Ausdruck gibst, die Zeit gibst, in diesen Austausch zu kommen, da spüre ich auch dann immer wieder, wie mein Gegenüber sich manchmal auch überrascht fühlt, dass da etwas ist, wo sich in diesem Gespräch Zeit genommen wird. Das heißt, es ist nicht dieses an der Oberfläche mit diesem, was da so standardmäßig gesagt wird, sondern es hat vielleicht ein Stück weit Herzenstiefe, wenn es auch
nur ein paar Minuten sind und doch kommt es, hat es einen anderen Ausdruck und das bereitet mir große Freude, dass bei den Menschen auch so zu fühlen, dass sie sich selbst in einem kleinen Moment erkannt fühlen und dem dann auch Ausdruck geben. Ich versuche das gerade nochmal für mich zusammenzufassen, dass das nicht nur für dich ein großer Wert ist, wenn du auf andere auf der Herzensebene zugehst, sondern dass du gleichzeitig auch spürst, was das mit deinem Gegenüber macht, wie sich dein Gegenüber wertgeschätzt fühlt und damit auch vom Verstand auf die Herzebene wechseln kann und sich mal wieder traut, Kontakt aufzunehmen, ohne die Angst haben zu müssen, jetzt geht's gleich wieder. Ja, es ist dieses genau eben nicht zu meinen, ich muss dem anderen jetzt, damit es dem besser geht, genau das eben nicht. Es geht darum, meinem eigenen freudigen Ausdruck oder meinem Sein, wie ich in dem Moment bin, selbst eine Freude zu bereiten, indem ich mit dem anderen in Kontakt trete und der andere kann sich zum Ausdruck bringen, wie er gerade ist. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Er kann so sein, wie er ist. Für mich ist es in dem Moment, in meiner eigenen Freude zu sein und diesen Moment dann so auch zu erleben. Das heißt, wenn du träumst, also deinen Traum lebst, ist das, was du hauptsächlich fühlst, der Geisteszustand, der dann da ist, Freude. Ja, das ist dann mein Ureigenstes dabei, was da auch zum Vorschein kommt. Ja, ein Gefühl über die Verbundenheit, mit sich selbst verbunden zu sein. Mit dir selbst und mit anderen. Mhm. Über die Verbundenheit mit dem anderen, mit sich selbst verbunden zu sein. Mhm. Ja, das ist das, was die Buddhisten unter dem Samadhi-Zustand sehen, dieses Wissen, mit allem jederzeit verbunden zu sein. Auf einer ganz tiefen Ebene und eben Trennung nur noch als Illusion zu betrachten. Und es bereitet auch mehr und mehr Freude und das war sicherlich am Anfang nicht so, dann das Gefühl dafür oder das eigene Gespür dafür zu entwickeln, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Das hat erstmal mit sehr viel Hingabe auch zu tun, dass das so auch sein darf. Denn wir sind ja an der Stelle sehr oft dabei, nein, das will ich jetzt so nicht, was der da sagt, das ist ja jetzt nicht das, was ich meine. Ja? Und das, was dahinter steckt, ist eben, dass es genau nicht darum geht, Zustimmung vom anderen zu erhalten. Das heißt, dass er mir zustimmt mit dem, was ich da sage, sondern dass er sich genau in dem Moment so angesprochen, angehört fühlt, dass er sich so zum Ausdruck bringen kann, wie er selbst dann ist. Und wenn das entdeckt wird, dann bereitet das mehr und mehr Freude. Also letztendlich aus der Unterschiedlichkeit heraus, wie eben jeder Mensch ist, etwas Gemeinsames zu entdecken und dieses Gemeinsame auch so sein zu lassen. Ja? Und dann ist es so, das eigene Erforschen oder Erkennen, dass das einem selbst gut tut. Eine Verbundenheit aus der Vielfalt der Schöpfung mit der Gelassenheit, andere sein zu lassen, auch wenn es mir nicht zur Nase steht, und dennoch verbunden zu sein. Auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Das also ist dein Traum. Darfst du den auch leben? Ja, ich bin dabei. Hat es da mal innere Einschränkungen gegeben, so eine Stimme im Kopf, die gequatscht hat und gesagt hat, oh Klaus, lass das mal lieber. Natürlich gibt es diese Stimme immer mal wieder auch, die da ist. Und ich glaube, das ist dann eben auch die Arbeit oder das
der Austausch in Gemeinsamkeit, der das mehr und mehr entdecken lässt. Ja. Vielleicht, wenn ich das nochmal so beschreibe, früher war es dann so, dass ich, je nachdem, wer mir da begegnete, schon innerlichen Bogen um denjenigen machte, ja. Und weil da irgendwas schon triggert, oh, bitte nicht, ja, so wie du es jetzt gerade sagst. Und was folgt aus dem inneren Bogen? Der äußere Bogen. Und so gehst du dann um den Menschen herum, ja. Und das bedeutet natürlich dann, dass es eine Herausforderung ist, das dann nicht nur anders zu betrachten, sondern auch anders in die Tat umzusetzen. Ja, und mit genau den Menschen, die da mir so etwas spiegeln, was vielleicht erstmal Widerstand auslöst, mich dem dann trotzdem anzunähern und dem dann auch Ausdruck zu geben. Und das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass wir dann als große Freunde auseinandergehen, sondern dass wir einfach in den Austausch gegangen sind, ja, und nicht dieser Einsamkeit auch wieder Ausdruck zu verleihen, der könnte ja anders sein, dann bleibe ich dann doch lieber wieder bei mir, ja. Denn das löst ja genau das Gegenteil wieder aus, einsam zu bleiben dann letztendlich auch. Also keine Angst vor anderen, keine Angst vor Neuem, keine Angst vor anderer Geisteshaltung, sondern immer neugieriges Beobachten, neugieriges in Kontakt treten und Wahrnehmen des Wunders des Gegenübers. Ja, es ist auch erstaunlich, wenn du auch mit Menschen in Kontakt kommst, die du gar nicht kennst. Und einfach mal so etwas probierst. Und wie schnell es gelingen kann, einen Menschen kennenzulernen und vielleicht sogar als Freunde auseinanderzugehen, um sich wiederzutreffen. Ja. Es ist also auch, wenn du beispielsweise, du sitzt in einem Café und sitzt alleine an einem Tisch und neben dir sind andere Tische und da mag es zu einem Kontakt kommen, weil du in einer dich öffnenden Haltung bist. Und so mag das eine Wort das andere ergeben und da mag sich ein Gespräch raus ergeben, wo ich auch im Nachhinein dann immer noch denke, wieso hast du das dann schon mal nicht früher gemacht? Ja, wie wir das im ersten Teil der Videobeiträge schon gesagt haben, ja. Und wo du dann eben genau erkennst, ja, es braucht scheinbar diese Reife, damit dies dann eben auch möglich wird und vor allem, dass du in eine dich öffnende Haltung kommst, ja. Das ist jetzt für dich und deinen Traum der Verbundenheit mit allem da. Klar brauchst du diese offene Haltung. Das geht nicht anders. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Therapeuten, das kann ich heute noch erinnern, weil es mich so beeindruckt hat damals. Er hat zu mir gesagt, wenn dir jemand von weißen Mäusen erzählt, die da unten am Tisch spielen, dann kannst du entweder sagen, der ist verrückt, da gibt es gar keine weißen Mäuse, den aburteilen und weggehen, oder du kannst im Gespräch bleiben und sagen, erklär mir mal, was du über die weißen Mäuse, beschreib sie mir, und dann schauen wir uns das mal genauer an. Und deine Liga wäre halt diejenige, die sagt, okay, dann schauen wir uns die Mäuse jetzt gemeinsam an und schreib sie mir, weil ich kann sie gerade nicht sehen. Es gibt dazu noch ein schönes Beispiel. Das habe ich vor kurzem bei meinen Eltern erlebt. Und das beschreibt auch, wie tief wir manchmal in diesen gedanklichen Verstrickungen auch sind. Und zwar kam ich zurück, hatte meine Eltern Besuch, fuhr dort vor und sah sofort, da war ein Baum gefällt worden, der in unmittelbarer Nähe des Hauses stand, auf westlicher Seite, von wo aus die Sonne abends dann untergeht. Und es war auch so Richtung Abend gehend. Und ich ging dann ins Haus zu den beiden und da dachte es in mir, warte mal und frag nicht direkt nach dem Baum und wie jetzt die Sicht ist, sondern schau mal, ob sie es überhaupt bemerkt haben, dass der Baum
gefällt worden. Es ist, war eine große Kiefer, die sehr viel Licht also entnommen hat aus der Perspektive. Und es kam so genau, wie es in dem Moment gedacht war. Sie hatten es noch nicht bemerkt. Und dann bin ich mit ihnen zum Fenster, erst mit meiner Mutter zum Fenster gegangen und habe gezeigt, na, wie findest du es denn draußen? Ist es schön draußen? Und wir guckten dann raus. Und sie hat es nicht bemerkt. Sie hat nicht gesehen, dass diese große Kiefer dort gefällt war. Die lag dort. Sie konnte es nicht sehen. Sie hat auch das mehr Licht. Sie hat diese Wahrnehmung gehabt, dass dort noch alles ist wie beim Alten. Und dann habe ich das Gleiche mit meinem Vater gemacht und es war der gleiche Effekt. Ja? Und es brauchte in der Tat noch einen Hinweis, dass sie es bemerkten. Und in dem Moment fielen sie fast aus allen Wolken. Ja. Und das ist es, was es dann eben auch manchmal ausmacht. In diesem Moment dieses Erlebnis zu haben, dann, wow, wenn da so ein Austausch stattfinden kann, der bringt dann was zum Vorschein, was ich schon so lange vielleicht auch vermisst habe. Das ist richtig. Also Veränderungen zu erkennen, wirklich wahrzunehmen, da haben wir alle unsere Hänger, sind in Gewohnheitsschleifen drin. Und es ist natürlich so, wenn ich genügend Ansprache habe im Außen, wenn ich genügend Menschen habe, die, von denen auch Informationen und Einflüsse kommen, dann passieren mir solche Wahrnehmungsfehler natürlich wesentlich weniger. Das ist ja der große Vorteil davon, dass man tatsächlich verbunden ist. Und im Mitmenschen auch seinen Spiegel. Und das bedeutet eben auch, wo das Thema Gemeinschaft ja ein zentrales Thema ist, sich auch immer wieder in Selbstrückbezogenheit zu üben, auch wieder zurückzutreten, sich in der Stille wiederzufinden. Und es ist so ein Austausch auch immer zwischen dem Austausch mit meinem Gegenüber, mit Menschen und auch wieder das Zurücktreten, das mit mir selbst in Verbindung kommen und ja, wie es die Natur so wunderschön vormacht mit Ebbe und Flut als Beispiel, ja, diesen ständigen Austausch dann auch zu erleben. Dann fasse ich jetzt unseren zweiten Take für unsere Zuschauer nochmal zusammen. Das heißt, wir vermitteln euch ganz klar, trau dich, träum dein Leben, versuch deine Träume auch wahr werden zu lassen, aber glaube nicht, dass es eine Veränderung ohne Veränderung gibt. Und Veränderungen sind Prozesse, die dürfen dauern. Und das heißt, dass Einflüsse von außen kommen werden, die verarbeitet werden wollen. Und es gibt einen Hauptsaboteur für Veränderungen. Das bist du selber, beziehungsweise die Stimme im Kopf, die da quatscht und sagt, wobei wir dann wieder an der Stelle sind und dann bitte nicht schummeln. Und dann bitte nicht schummeln. Okay, Klaus, danke für diesen zweiten Take. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns in Kürze zum dritten. Dankeschön, gebe ich so zurück. Bis gleich, später. Ciao. Ciao.